Ja, herzlich willkommen in Zeit. Ich mache es einfach halt halber so. Vielleicht können Sie sich beide selbst kurz vorstellen. Can you introduce yourself a bit? Yes, my name is Margot Christensen and I am the chairwoman for the City of Prescott, Arizona, Prescott Zeitz Sister City Association. Thank you very much. Mein Name ist Holger Schmidt, ich bin Schulleiter der Sekundarschule am Schwanenteich und ich bin hier als Vertreter des Sister City Committee Zeitz. Und wir haben Margot hier zu Gast und wir haben heute diesen Vertrag zwischen beiden Städten unterschrieben. Sie haben also heute große Unterschriften geleistet. Wie fühlen Sie sich? So you gave your signatures today. How do you feel? Oh, I feel wonderful on behalf of all of the citizens of Prescott, Arizona. We are very, very happy that we finally have solidified this important partnership for our citizens and friends. Ja, sie fühlt sich großartig. Sie ist also der Meinung, dass das also nicht besser sein kann, dass man also einen solchen Vertrag unterschrieben hat und sie ist voller überwältigender Gefühle, wie ich auch, weil wir haben ja sehr, sehr stark gekämpft. Sie wissen es selber. Wir haben also hier die ein oder andere Hürde überwunden. Ich bin froh, dass wir das getan haben im Sinne unserer Kinder, im Sinne unserer Schüler und natürlich im Sinne aller Bürger von Zeitz. Ich denke, das ist eine gute Sache. Ja, vielen Dank. Welchen Eindruck hatten Sie von Zeitz oder haben Sie von Zeitz? Impression do you have from Zeitz? Oh, I think the people are wonderful and generous and we've made so many friends here. I'm just so impressed by the generosity and the warmth and sincerity of the people here. Also sie hat nur nette und sehr generöse Menschen kennengelernt. Also sie hat hier Freunde gefunden und sie kann sich also nur bedanken für die herzliche Aufnahme hier und für diese für die Freundschaft, die sie empfängt. Ja. Yeah, thank you very much and welcome to Zeitz. Ja, einen schönen guten Tag, Frau Rösler, Sprecherin des Partnerschaftskomitees. Auch für die Zeitzer Lupe. Ja, ein paar kurze Fragen. Heute wurde ein wichtiger Vertrag unterzeichnet. Können Sie uns darüber kurz berichten, wie Sie sich fühlen und welche Dinge damit für Sie verbunden sind? Ja, mein Name ist Conny Rössler. Ich bin Sprecherin des Partnerschaftskomitees der Stadt Zeitz. Wir bemühen uns, die bestehenden Städtepartnerschaften mit Leben zu erfüllen, was nicht immer einfach ist. Und heute ist eine neue Partnerschaft dazugekommen, die Partnerschaft mit Prescott in Arizona in den USA. Es hat fast 2,5 Jahre gedauert, bis wir so weit waren, das unterschreiben zu können. Und es hat schon Schüleraustausch gegeben. Im Oktober waren 10 Schüler aus Zeitz dort in den USA. Im Juni kommen Schüler aus Prescott zu uns. Wir wollen das gerne erweitern. Nur wenn man sich kennenlernt, kann man einander verstehen. Und jeder ist herzlich eingeladen, da mitzumachen und so eine Partnerschaft mit Leben zu erfüllen. Ja, um noch etwas genauer nachzufragen, wann im Juni erwarten wir die Gäste aus Prescott? Die werden Anfang Juni für 2,5 Wochen hierher kommen. Das sind einige Schüler und einige Begleitpersonen, die die Schulen besuchen werden, die hier involviert sind. Das sind die Sekundarschule am Schwanenteich und in der Schillerstraße, das Geschwister-Scholl-Gymnasium und das Gymnasium in Treusig. Sie werden die Botschaft besuchen und sie werden zum Beispiel wahrscheinlich nach Leipzig und nach Dresden fahren. Aber wir wollen auch, dass das die Partnerschaftsarbeit nicht nur den Schüleraustausch betrifft, perspektivisch, wie gesagt. Es gibt auch schon private Kontakte verschiedener Leute, also das ist alles offen. Nur jetzt haben wir den konkreten Rahmen dafür, eine offizielle Partnerschaft, was schon einige Vorteile mit sich bringt. Ist jeder gern eingeladen mitzumachen. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Ausgestaltung unserer Partnerschaften. Sie hatten ja die Mehrzahl erwähnt. Und insbesondere für die Prescott-Zeitz-Partnerschaft, die ja demnächst im Juni dann mit Besuch erfüllt wird. Ja, viel Erfolg und immer gutes Wetter und nette Menschen. Dankeschön. Tschüss. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur Freigabe des Altmarktes, wo wir ja fast 2 Jahre Bauzeit hatten. Ich möchte aber ganz herzlich danken der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Sachsen-Anhalt, die mit der Förderung
im städtebaulichen Denkmalschutz bzw. aktiven Standortteilzentren es überhaupt möglich gemacht haben, dass wir hier diese Baumaßnahme durchführen konnten. Das ist sehr wichtig und, wie gesagt, jetzt vielleicht auch einer der Hingucker für unsere Stadt. Vor allen Dingen, liebe Bürgerinnen und Bürger von Zeitz, ich freue mich, dass ich diesen Tag, und jetzt ist die Sonne sogar hervorgegangen und gekommen, mit Ihnen gemeinsam erleben darf. Es ist eine große Freude, Zeitz in dieser wunderbaren Form an der entscheidenden Stelle, die eine Stadt repräsentiert, mit Ihnen gemeinsam heute genießen zu können. Wer in den letzten Jahrzehnten immer noch nicht vergessen hat, wie es mal ausgesehen hat, der weiß zu schätzen, dass wir uns hier gemeinsam an der richtigen Stelle angestrengt haben. Sie als Zeitzerinnen und Zeitzer haben es verdient, diesen schönen Marktplatz zu haben.